Am Wahlabend waren wir bei mir im Heimatort in einer kleinen Gaststätte, weil es ja bei mir nicht wirklich absehbar war, dass es tatsächlich klappt mit dem Wahlsieg. Und wir waren in einer kleinen Runde und haben die Wahl verfolgt. Ja, es war unglaublich. Also bei der ersten Hochrechnung lag ich auch noch bei uns in der Ortenau. Wir haben drei Wahlkreise vorne und das hat mich völlig überrascht, dass tatsächlich der Wahlkreis, der mit wenigsten Chancen in den Wahlkampf gegangen ist, am Ende dann erstmal vorne lag. Relativ spät war es erst klar, weil die Hochrechnungen hin und her schwankten und um 10:30 kam dann der Anruf von der Zeitung, die mir dann darüber berichtet hat, dass ich es tatsächlich in den Landtag geschafft habe, wo dann das Ergebnis auf der Seite des Statistischen Landesamts veröffentlicht wurde und ich bin in die Knie gegangen. Ich habe mich riesig gefreut und das ist heute noch so der Moment, wenn ich da zurückdenke, einfach nur Freude. Nee, Schock war keiner. Ich wollte es auch unbedingt. Ich habe in dem Wahlkampf sehr viel dafür getan, dass es am Ende klappt, wie viele von uns. Und es war weniger Schock, sondern erstmal wirklich die reine Freude. Das andere, wie man es organisiert, das kam dann erst im zweiten Gedanken. Man genießt es in einzelnen Momenten, wenn dann irgendwelche Ereignisse einen einholen, beispielsweise wenn Gesetzesvorlagen tatsächlich im Landtag abgestimmt werden. Die Vereidigung des Ministerpräsidenten war dann erstmal nach der Wahl einer der Momente, wo beeindruckend war. Und jetzt heute hat man natürlich vor allem das Arbeitspensum, den Arbeitsalltag, der einen dann auch relativ schnell einholt. Aber das Positive aus dem Wahlsieg sieht man immer noch an der Politik jeden Tag. Also der Wegfall der Grundschulempfehlung finde ich immer noch eins der wesentlichen Teile, die wir jetzt erstmal in der Bildungspolitik geschafft haben, dass hier die Elternrechte gestärkt werden. Jetzt die Einführung der Gemeinschaftsschule. Wir haben in einem Jahr Bildungspolitik rückblickend sehr vieles geschafft. Im Verbraucherschutz haben wir die Lebensmittelkontrolleure aufgebaut, mein zweiter Themenschwerpunkt. Und ich sehe aber immer noch, dass Baden-Württemberg in vielen Bereichen noch sehr viel Nachholbedarf hat in einzelnen Punkten. Und da arbeiten wir jeden Tag dran.